Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Fast wieder vergessen aufzunehmen. Meine Güte. So, Wasserproblem ist, glaube ich, gelöst, ne? Wir müssen das Ding sanieren, dann sieht das wieder ganz anders aus. Das Ding wird saniert gerade. Und dann läuft da natürlich auch nichts, ne? Was kostet der Spaß denn? 1700 Wochen, mach mal. Mal gucken. Wir brauchen Wasser, Mensch. Ja, jetzt läuft es wieder. So, jetzt müsste auch hier Wasser kommen, ne? Ja, sicher. Alter Freund, das ist aber echt bitter, ne? Wenn die Dinger saniert werden, das ist schon echt schlecht. Weil dann steht die komplette Produktion still. Und das ist ja nicht Sinn des Erfinders, ne? Uiuiui. Ui. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein kleines Wasserproblem. Ah, das löst sich gleich. So, jetzt wird aber besser hier. 45, 8, jo. Jetzt wird auch die Zufriedenheit besser, ne? Die müsste besser werden. Da gucken wir gleich nochmal hin. So, was ist hier los? Stau Stockner? Sag mir nicht, wir müssen hier Ampelschaltung hinbauen. Ach, du musst jetzt auch noch dazwischen. Warum ist denn gerade hier so viel Stau? Warum fährst du so langsam? Gib Stoff, Mann. Und warum wartet der? Die haben es nicht so ganz raus mit Vorfahrt, ne? Und so, ne? Ich denke mal, wir bauen eine kleine Ampelschaltung hin. So, vielleicht hilft das ja. So, wie hot? Nee, es hilft nicht. Die stehen ja schon bis nach Spanien raus. Martinovic! Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Vielleicht die Kreuzung mit der Ampel regeln lassen. Ja, wir probieren es mal. Vielleicht hilft es. Warte mal, da müssen wir eventuell... Jetzt sieht das wieder gut aus, ne? Jetzt sieht das wieder gut aus. Vielleicht sollten wir mal die ändern, ne? So rum. Vielleicht hilft das ja. Elektrikprobleme. Wohin? Ach Mensch, Leute. Also die Kreuzung, die hat es ein bisschen in sich, ne? So ganz klein bisschen. Ah, es geht aber, es geht. Oh, was ist hier los? Na, kommt sich. So, warte mal, wo war hier, wie war es mit Strom? Drei Leute. Oh, hier, die wirbeln schon, die beiden. Super. Aber 4 Meter pro Sekunde ist natürlich mager, ne? Also da... Es wird nichts. Ach, wir brauchen Wind. Wir brauchen Wind. Wir brauchen Wind. Oder eine Solaranlage oder was weiß ich. Irgendwas. Oder hier mehr Leute ran. Das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Was haben wir denn hier? Verbundene Fahrzeuge. Was haben wir? Linien hier. 8 Busse fahren hier hin und her. Man Linien sehen hier. Was haben wir hier in Bussen? Da ist nur ein großer. Der Rest ist nur Kleinkram. Wo fahren sie denn in Bergendstation? Da fahren sie auch ran. Beladen? Ach, können wir nicht. Warum steht's denn da eigentlich? Das Gebäude wird saniert. Was? Leute, das ist voll doof.
Aber na gut, der Verkehr fließt trotzdem. Alles klar. Auch wenn es saniert wird. Das ist gut. Ja, ist gut. Nee, irgendwie nicht. Es blockiert hier gerade so extrem, ne? Warte mal, wir helfen mal mit. Pass mal auf, mach mal kurz fertig. Warum ist hier gerade so ein extremer Stau, sag mal? Was ist denn los? Schon mal Solaranlage genauer angeschaut. Ja, ich habe schon mal geguckt, für Solaranlage wäre auch schon eine Idee. Weil Sonne haben wir, ne? Sonne ist hier schon mal massig vorhanden. Da müssten wir eventuell was machen. So, jetzt hat sich das aufgelöst. Gut. Warte mal, was haben wir jetzt hier? Ja, für Fahrzeuge, 8 Fahrzeuge. Wir brauchen noch einen vernünftigen Bus hier, das ist ehrlich. Gebäude wird saniert. Was? Leute, hier wird saniert ohne Ende. Hoffentlich bremst das unseren ganzen Laden hier nicht aus. Wir müssen mal diese kleinen publiken Busse immer abschaffen, ne? Diese kleinen Dinger. Wir brauchen was Größeres. Wir brauchen mal ordentliche Busse da. Das nützt alles nichts. Wo ist denn unser... da, genau. So, wir brauchen mal einen Bus. Was haben wir? Warte mal, wir haben noch Westgeld, ne? Wir haben schön... Hier, da. Sowas. 65. Na gut, bisschen langsam. KMH, wir brauchen sowas. Und zwar einen Bus. Bus, Kilometer pro Stunde. Nein, so. 105! Ein Gebäude brennt. Nein! Och, du Schande, hier uns oben. Das Problem ist jetzt aber, da kommt keine Feuerwehr. Keine Feuerwehr, um da wieder ein Feuer zu bekämpfen. Ach du Himmel, wir haben ein Problem. Och du Schande, wie machen wir das denn jetzt? Ach, wie machen wir das denn jetzt? Ich wusste es, früher oder später kriegen wir das. Früher oder später haben wir das Problem. Wie kriegen wir die LKWs, kriege ich da nicht raus. Kann ich die nicht löschen? 9%. Wie kriege ich denn da Leute hoch? Lass da raus, sonst sind die futsch. Ja, ich weiß. Wo soll ich denn damit hin? Warte mal, die müssen wir, wir bauen ja nochmal ein Verteilbüro. Hin. Mist. Alter, ich werde hier nie fertig. Nee. Wo war das denn hier? Verteilbüro. Ein großes. Das ist ein kleines. Warum ist ein großes, wie ich habe? Sowas. Das bauen wir mal hier rein. Dann lassen wir die ganzen LKWs einmal umsetzen. Mist, da ist schief drin. Na egal. Bau das mal. Zack, das auch. Hü-hot. Hü-hot. Ach du Himmel. Das wird ein Spaß. Oh, das wird ein Spaß. Die kriegen wir nie da raus. Kriegen wir alle nie da raus. 2, 3. Kann ich die alle so öffnen? 4, 5. Nee, kann ich nicht. 4. Den noch. So. Ach, wie ärgerlich. Den hier. Wir geben unser Bestes. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Und wenn nicht, dann... Ach, müssen wir was von unseren 2, etwas Millionen ausgeben. So. Zack. Den hier nochmal. Den hier nochmal. Und den letzten. So. Oh Gott. Bau! Mach schon! Bau's fertig! Endlich. So, warte. Zack. Jetzt mal schnell umladen hier. Pass mal auf. Ein neues Depot zu weisen. Und zwar hier. Nein, warte mal. Dahin. 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 Hoffentlich kriegen die noch raus. Ach, wie schön. Ja, fahrt! Die fahren nicht. Die fahren nicht raus. Die fahren da nicht raus. Die fahren da nicht raus. Die fahren da nicht raus, die Hunde.
Haben wir Pause? Haben wir. Aber die fahren ja nicht raus. Mist. Mist. Und eine Feuerwache. Was haben wir denn Feuerwehr? Brauchen wir. Was haben wir hier? Oh, da ist eine Feuerwache. Super. Aber keine Leute. Großartig. Sag mal, ist das nicht die Originale? Können wir da den Helikopterport anbauen? Wollen wir sowas? Da. Da, sowas, ne? Red Roof, ist das nicht das hier? Ne, es passt da nicht ran. Es passt da nicht ran. Geht hier nicht ran. Mist! Oder war das noch ein anderes? Mal gucken, Workshop, pass mal auf, was haben wir hier? Wo haben wir das hier? Wie heißt das da? Ein Helikopter? Heizkraftwerk, Hotel, das war's. Wie heißt so ein Teil? Ladestand, Landeplatz, Zugdepot, Feld, Fabrik, wie heißt das Teil? Endstelle? Nein. Ach, wie heißt so ein Teil? Mist. Plattform. Ist das sowas? Da. Nee, ist es nicht. Das passt hier nicht ran. Es gibt nämlich eine Mod. Das passt auch nicht hin, ne? Nee, passt da nicht ran. Wo man das verbinden kann. Ich weiß nicht, wo das Teil ist. Ich weiß nicht, wo das Teil ist. Ist gar nicht dabei. Normalerweise hier, wird das hier mal angezeigt. Ist hier gar nicht mit dran. Was ist das hier? Warte mal. Nee. Gottes Willen. Das war so ein Hochständer-Ding. Warum nicht die Vanilla-Landeplattform aus Beton fix dran gebaut? Einer oder zwei, drei, ja? Du meinst die hier, oder was? Die passt da nicht ran. Das wird ja nichts werden. Warte mal, das müsste so eine sein hier. Die hier. Verbindet. Ach, die verbindet sogar. Cool, das geht. Problem ist nur, wir haben keine Leute. Hier kommen auch keine Leute ran. Und ich weiß nicht warum. Warum kommen hier keine Leute ran? Da haben wir sie gebaut und können die nicht nutzen. Guck mal hier, hier kommt mein Landeplatz. So. Heliport braucht keine Leute, nur Sprit. Ja gut, das ist nicht das Problem, das kriegen wir hin. So, dann lass uns das mal bauen hier. Und das hier auch. Ich weiß nicht, das kriegen wir glaube ich nicht mehr hin. So, fertig. Dann müssen wir nochmal einen Helikopter kaufen. Was haben wir? 4000 etwas Liter. Wie schnell ist denn da? 280. Den hier. Zack. Kostet richtig Geld. Macht aber nichts. So. Und dann wollen wir haben den hier und den Tankwagen. So. Haben wir. Und dann wollen wir eine Runde Sprit kaufen. So. So. Na, warte, haben wir, ne? Gut. Aber der fliegt da nicht hin. Das ist zu weit weg. Das ist das Problem, weil auch keine Leute sind. Normalerweise brauchen da Leute. Keine Wasserquelle in Reichweite des Hubschraubers. Benötigt Feuerwehrleute. Leute, natürlich ist hier Wasser. Hier unten. Ja, ist ziemlich weit weg, ne? Wir können es nicht machen. Das brennt ab, das Teil. Ich mache mal Pause wieder. Wasser ist das Problem. Wir haben kein Wasser in Reichweite. Wir sind hier oben und Wasser ist erst da unten. Da kommen wir nicht hin. Also, wir können auch keinen See graben und sowas. Das ist viel zu tief. Wir müssen irgendwie Leute hier hochkriegen. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, ne? Gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwie müssen wir Leute hier hochbekommen. Martina, was schreibst du? Hast du einen freien Bagger in deinem Konstruktionsort?
Ja, den freien Bagger würde ich schon finden. Warum? Ich kann da nicht so tief buddeln. Ich muss unheimlich tief graben. Ne, und das ist ja, was ich, wir sind ziemlich weit oben, ja? Um da runter zu graben, das dauert Ewigkeiten. Und da hast du so ein Riesenloch hier nämlich. Das ist ja auch furchtbar. Ich würde es auch mal begrüßen, dass man das vielleicht machen könnte. Dass man sagen, hier so ein Löschteich bauen. Ne, dass das möglich ist. Das Problem ist jetzt, wir kriegen keine Leute hoch. Wir kriegen so oder so da keine Leute hin. Das wird nichts werden. Das ist natürlich jetzt voll Panne. Voll Panne. Da kannst du fixen Löschteich buddeln. Muss, glaube ich, 50 mal 50 Meter sein. Ja, hilft mir ja nichts, wenn er so tief ist. Das hilft mir nichts, wenn das so unheimlich tief runtergeht. Ne, Problem ist halt, hier ist alles Gebirge hier oben. Hier ist alles über Gebirge. Kannst du selber sehen, wie weit ich runter muss. Das ist irre viel. Unheimlich weit runter muss ich da. Also hier ein Löschteich hier oben, das wäre natürlich das Genialste, aber du musst so viel zu tief buddeln. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie das ganze Ding verschandeln. Ich weiß gar nicht, wie tief ich denn muss. Ach, können wir nichts machen. Müssen wir mit leben, dass das abbrennt. Dass die LKWs vergasen. Wir müssen sehen, dass wir da irgendwas anderes gebaut kriegen. Irgendwie eine Feuerwache muss hierher. Und wir müssen vor allem, da müssen auch Leute hier rauf, ne? Bloß, wie kriegen wir die am besten die Leute hierher? Die per Bus da hochgurken lassen? Ja, da hast du recht. Ist halt doof, dass aktuell Wasser echt nur in den tiefsten Ebenen vorhanden ist. Das stimmt. Also, wie gesagt, ich würde mir auch, wie gesagt, mal so, dass man so einen kleinen Löschteich hier baut, ne? So ein kleines Löschteich-Dingens, ne? Und dann, dass du sagen kannst, hier Löschteich ist es, ne? Und dass man das benennen kann und dann füllt sich das mit Regenwasser auf, zum Beispiel. Das würde ja gehen. Das könnte man ja machen. Oder man füllt es dann halt eben mit Wasser auf, ganz normal. Dass man sowas hat, weil Standard-Löschteich ist ja, gibt es ja überall, ne? Die werden ja überall schon mal gegraben. Dann hast du einen kleinen Löschteich da. Aber na gut, ist halt nicht so. Wir müssen damit leben, dass das abbrennt. Wir müssen irgendwie da mal, keine Ahnung, ob wir da was, dass wir mal einen Bus runterfahren lassen. Den weiten Weg. Ist natürlich ein weites Ende, ne? Bis er hier oben angekommen ist, das ist natürlich ein langes Ende. Tua Heyerdahl, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Was ist mit einer Feuerwehr am Wasser? Mit 3 Hubschraubern und einem Windrad für den Strom zum Betanken. Ich weiß, wie das geht. Keine Ahnung. Dass man sagen kann, ey, was ist denn hier los? Ach du Schande. Ja, ich sehe schon, wir haben wieder was vergessen. Ich weiß. Ich komme da nicht hin. Wir müssen aber warten. So, warte mal. Die nehmen wir mal raus hier. Jetzt müssen wir mal kurz mal hier ein kleines Holzgleis. Wir haben ein Holzgleis hier. Fertig. Aus Ende. So, einmal hier rüber. Zack. Das muss gebaut werden. Einmal die Richtung und einmal die Richtung. So. Dann haben wir das. Und wir machen einmal. Warte mal. Nochmal Chain, ne? So. Genau. So machen wir es. Das kann auch losfahren, ne? Weißt du jetzt Bescheid? Jawohl, alles klar. Gut. Natürlich, Hubschrauber hat ja eine echt eine weite Reichweite. Frage ist nur, ob das was bringt. Ne, wenn wir auf die Karte lauern, hier oben ist halt, wenn wir den unten da ungefähr eine Feuerwehr hinbauen würden, mit Strom, aber dann heißt das die Feuerwehr aber auch, du weißt was, ich brauche aber auch Wasser. Und ich brauche auch Strom, nein, ich brauche auch Abwasser und so ganzen Kram. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich weiß, wie das geht. Ohne alles. 3000 ist meines Wissens. Okay. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier?
Und du hast 2,5 Kilometer ist so ein Würfel. 2,5, das wären schon. Da bist du schon bald weg von. Das schafft er nicht bis da oben hin. Das wären schon 3000. Wir probieren es aus. Komm, wir machen es mal. Wir probieren es aus. Die Kohle haben wir ja. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier am Hungertuch nagen müssten. Warte mal, wir bauen das mal. Wir machen das mal. Trotzdem, ich speichere mal kurz. Ne? Und dann probieren wir es mal aus. So. Gut. Komm. Das brennt doch sowieso ab, ich weiß. Ist egal. Warte, was habe ich hier? Ganz normal, Feuerwache, zack. Die bauen wir einfach mal hier hin. Die Feuerwache. Die hätte auch weiter hoch können, ne? Weil man hätte auch weiter hoch können. Wäre egal gewesen, wo es, ne? Wo es war. Muss ja nur erreichbar sein, ne? Da oben wäre es auch gegangen. Ach Gott. Herrgott. Herrgott nochmal. Hier oben wäre es auch gegangen. Der kann ja runterfliegen. Bluntheider, hallo und herzlich willkommen. Moin, moin, schön, dass du reinschaust. Gibt es einen Wasserturm oder etwas ähnliches für den Hubschrauber bereitzustellen? Zum Beispiel eine Pumpe und neben der Feuerwache? Nee, leider nicht. Gibt es leider nicht sowas. Sowas ist leider nicht drin. Aber das nehmen wir nochmal weg hier. Wir bauen hier mal ein bisschen weiter rauf hier. Das spielt ja noch keine Rolex, ne? Wir können da gerne hier ein bisschen dichter ran. Ne, bis da runter fliegt er, ja? Und ich hoffe mal, dass es dann auch klappt. Wir müssen mal testen. Wir probieren es mal aus. Komm, wir probieren es aus. Hier. Ich baue einfach mal die Feuerwache hin. Nur mal so als, ne? Als Spaß. So. Das haben wir. Strom. Ja, warte mal. Strom war doch, haben wir gesagt, Windrad, ne? Windrad. Das Teil, wir brauchen Windrad. Wo ist denn das jetzt hier? Also nicht, warte mal. Feuerwehr. Wir brauchen erstmal hier das Teil. Wir brauchen Hubschrauberlandeplatz. Von mir aus so rum. Egal. Damit ran. Zack. Ja, das ist nicht gerade, aber spielt keine Rolle. Jetzt brauchen wir ein bisschen Strom. Dann nehmen wir mal ein großes Windkraft-Dingensbummens, ne? Ja, wird gleich mit Strom versorgt. Wunderbar. So, haben wir. Der ganze Dünsekram kann gebaut werden. Sekunde, zack. Bau das mal fix. Ja, schaffen wir nicht. Wir müssen ja mal testen. So. Jetzt müsste er sagen. Krankenwagen ist erforderlich. Feuerwehrkrankenwagen ist erforderlich. Muss er das haben unbedingt? Ohne dass das. Wir haben nicht, keine Ahnung. Wir probieren es aus. So. Helikopter, von mir aus, den brauchen wir auch nicht mehr, ne? Wir nehmen mal zwei davon. Mehr. Ach, geht nicht mehr. Ach, geht nur einer. Klar, logisch. So, Sprit einkaufen. So, zack. Mal sehen, was er macht. Leute, es brennt. Will er nicht. Weil er hat kein Wasser. Straßenanbindung, vielleicht nochmal. Warte mal, machen wir hier nur noch 15 Straßenanbindung. Spielt ja keine Rolle. So. Temperatur im Gebäude ist zu niedrig. So. Helikopter hebt nicht ab. Macht er nicht. Also Temperatur ist eigentlich nicht das Problem. Aber er hebt nicht ab. Warum nicht? Weil. Ja, ist abgebrannt. Dann machen wir so wollen. Ja, Gebäude ist weg. So, aber von da nach da müsste aber reichen, ne? Mal da ist das Teil. Bis dahin sind 3000 circa. Gut, hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, das funktioniert nicht. Also, der Helikopter startet sowieso nicht. Jetzt sagt er kein Gemecker, ne? Alles gut. Alles gut. Das Dumme ist jetzt, wir können aber auch nicht sehen, wo, wie weit geht denn das? Oder können wir es sehen? Doch, alles was grün ist. Na gut, hier oben kommt er nicht hin. Ist zu weit weg. Hast recht. Das, da oben kommt er nicht hin. Das ist ihm zu weit weg.
Dann müsste er theoretisch. Pass mal auf, wie weit haben wir jetzt hier? Aber der Rest, den Rest deckt er ab, ne? Fasst das Ganze ab hier. Bis dahin kommt er. Also wir hätten ihn theoretisch. Ja, vielleicht, wenn wir ihn hier oben hingebaut hätten, dann hätte er ihn vielleicht mitgekriegt. Klickt mal die Feuerwehr an und dann scroll zum Wasser. Was ist am Wasser? Da siehst du blaue Punkte. Das sind die Stellen, wo Wasser geladen wird. Ach da, ja genau. Er nutzt den ganzen Fluss da. Das nutzt er. Stimmt. Wie weit geht denn der raus? Bis dahin. Also man könnte theoretisch, wenn man hier oben eine hinsetzen würde, dann würde das abdecken, ne? Theoretisch. Wir laden nochmal das andere Spiel. Spiel laden. So. Wir laden nochmal kurz. Und dann bauen wir das mal oben hin. Und mal sehen, vielleicht hilft es ja. Vielleicht geht's ja. Keine Ahnung. Vielleicht können wir retten, können wir es nicht mehr, glaube ich. Das schaffen wir nicht mehr. So schnell ist der Helikopter noch auch nicht. Schmierberg, wenn du dahin baust, sollte es reichen, oder? Ich muss gleich mal gucken. Weil der muss ja irgendwie ans Wasser ran, auf jeden Fall, ne? Das nützt ja nun mal nichts. So, warte mal. Pause. Pause, Pause. Pause, Pause, Pause. So. So, noch mal auf. Schmierberg ist hier oben. Das Problem war, wir haben hier gebaut, ne? Ob er dann auch ans Wasser rankommt, das ist das Problem, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber daran kommt. Wir bauen mal eine hier oben hin. Wir testen mal. Mal gucken, was er sagt. Pass mal auf. Dahin. So, wenn ich jetzt da hinsetze, kann ich nicht sehen, ob das reicht mit dem Wasser. Ich kann es nicht sehen. Also hier können wir auch eine hinsetzen. Aber ich glaube, nur mit dem Helikopter, ne? Sonst geht es nicht. Wir müssen auch den Landeplatz mitbauen, glaube ich, ne? Das reicht? Oder weiter hier oben hin? Man sieht erst, wenn Heli da ist. Okay, pass mal auf. Das würde aber reichen. Von der Entfernung müsste das hinhauen. Warte mal, wir nehmen das mal kurz weg. Sekunde. Pass mal auf. Wo sind wir jetzt? Da oben haben wir ihn gesetzt, ne? Da steht er. Da ist er. Der kommt auf jeden Fall da runter. Die Frage ist nur, kommt er da hin ans Wasser? Das ist die große Frage. Ich glaube, wir müssen echt weiter hier ins Land rein, ne? Damit wir da mal runterkommen. Wo haben wir ihn hingesetzt? Wir haben ihn, glaube ich, da oben hingesetzt, ne? Ich glaube. Und wir bauen ihn mal um. Nehmen wir mal weg hier. So, pass mal auf. Und zwar... Feuerwache. Wir bauen ihn mal irgendwo hier vorne her. Ich baue die mal hierher. So, zack. Den Helikopter-Dingsbums, wo ist das Teil? Da, den Dreier nehmen wir gleich. Wenn schon, denn schon. Wollen wir gleich mal richtig asen hier. So. Warum sagt er nein? Ach, da geht's. Okay, hinten geht's. Warte, nehmen wir gleich einen Dreier. Nehmen wir gleich einen Dreier. Wenn schon, denn schon. Geht noch nicht mal. Dreier geht nicht. Dreier will er nicht. Den will er nehmen. Ganz normalen Standard nimmt er. So, den nimmt er. So, dann nehmen wir mal den. Egal. Den nehmen wir. Dann bauen wir hier, warte mal, auf die Windkraft. Dingsbum, war das Teil da. Den nehmen wir. So rum. Bisschen Wind erzeugen, ne? So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Schiedsstraße bauen. Sekunde mal. Zack. Warte mal, geht gar nicht. Warum nicht? Du hast keinen freien Bagger. Oh, Gottes Willen. So, aber, ne? Zack. So. Haben wir auch. Sekunde, dann bauen wir das mal ganz schnell, das ganze Grams hier. Hü-hot. So.
Ja, komm, mach hin, ne? Das brennt hier wie Hölle, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Das schaffen wir nicht. Aber das haben wir diesmal getestet, ne? Wie immer probiert. So. Wupp, fertig. So, dann mal gucken. Ach, warte, wir müssen jetzt einen Helikopter haben, ne? Warte mal. Zack. So. Gebäude hat jetzt einen Strom. Jetzt aber. So. Mal gucken, wie weit kommen wir denn? Ja, Wasser kriegen wir ran. Das geht. Wir kommen auch an das Gebäude ran. So, jetzt müsste er nur noch starten, ne? Oder kann er nicht, weil kein Sprit im Tank ist. So, jetzt aber. Er startet. So, gib Feuer, mein Freund. Hühot. Du müsstest starten. Nach oben. Alter, was brauchst du lange zum Tanken? Junge, warte mal. Jetzt wollen wir mal richtig durchdrehen. Sekunde. Kriegt er noch einen zweiten ran? Schade. Ach cool, das wär cool gewesen. Einer geht nur. Es geht nur einer ran. Na gut. Ach, tank schneller. Was ist denn los? Warte mal, vielleicht muss ich mehr einkaufen. Oh, voll hier. Deswegen den Dreier-Landeplatz, aber der will ja nicht. Den wollte er ja nicht annehmen. Wie lange brauchst du denn zum Tanken, sag mal? Der fliegt aber auch gar nicht, ne? Der macht gar nichts. Der rotiert nur. Der rotiert gerade nur so vor sich hin. Also es brennt ab. Da können wir nichts machen. Warum fliegt er eigentlich nicht? Ich verstehe jetzt nicht, warum er nicht fliegt. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht fliegt. Hä? Das war mir jetzt, glaube ich, ein Rätsel gerade. Jetzt tankt er auf. Hä? Das ist mir auch jetzt... Kein Strom zum Tanken? Oh, stimmt. Ich sehe gerade. Doch, der dreht sich aber doch, ne? Oder? Ja, das mag sein. Kein Strom zum Tanken, das stimmt. Warte mal, wir probieren das nochmal. Komm, wir machen das nochmal, den Spaß hier. Spiel laden. Komm, das laden wir nochmal. Blutreiter, ohne Blut kann der doch nicht fliegen. Oder braucht er keine Leute dort? Ein Helikopter nicht. Ein Helikopter braucht keine Leute. Da ist ein fester Pilot drin. Der braucht keine Leute, das geht ohne. Aber die ganzen und der ganze andere Kram, der braucht Leute, ne? So, warte, probieren wir jetzt nochmal. So, pass mal, wo haben wir jetzt gesagt? Hier oben, ne? Hier haben wir irgendwo hingebaut. Und zwar, mal sehen. Wo haben wir gebaut? Wir haben gebaut hier oben, ne? Irgendwo hier, richtig? Also, wenn man da so guckt, dann ne, sieht man nicht so richtig. Wir bauen mal hier vorne. So, pass mal auf. Feuerwache hin. Was denn hier? Ah, da ist noch ein Ölfeld. Oh, guck mal, das haben wir gar nicht angebaut. Du glaubst es nicht. So, pass mal auf, wir bauen uns mal hier hin. Zack. Jetzt versuchen wir mal. Was hast du gesagt? Den Dreier, ne? Der Dreier passt aber nicht. Der will da nicht ran. Oh doch, geht doch. Okay, dann sag ich Entschuldigung dafür. Der Dreier geht doch. Okay. So, der Dreier passt. Den haben wir. Was war es noch? Erstmal eine Straße, ne? Pass mal, wir schnell mal fix eine Straße basteln hier. So, von mir aus irgendwie. So, zack, das ist gut so. Jetzt brauchen wir mal Wind, Strom. Nein, Strom. Was haben wir sonst noch? Wir haben auch hier diese Solarkraft-Dinger. Wo sind die Dinger? Da. 146, da. Sonne haben wir doch, oder nicht? Sonne ist vorhanden, also bitte. Dann nehmen wir doch mal Sonne. Ja, so ein Teil. Stromchen. Komm, wir bauen es immer nur mal dahin. Ne, wenn es jetzt klappt sollte, dann bauen wir das nochmal. Wir machen doch mal einen schön. Mit irgendwie eine Straße da dran, ne? So, jetzt kann das gebaut werden, der ganze Kram. Ach, warte, das wollte ich noch gar nicht. So.
Das auf jeden Fall und das auch. So. Bau mal. Mal fix. Leute. Hü-hot. Uiuiui. Das sieht aber echt knapp aus. So. Wie lange braucht denn das Teil hier? Warte mal, wir brauchen erstmal hier, ne? Wir brauchen einen Helikopter. Erstmal hier, Benzin einkaufen. Und wir brauchen einen Helikopter. Nehmen wir gleich zwei von. Ach komm, wir blasen mal nicht. Wir nehmen gleich drei. Eine kleine Wasserquelle im Reichweite des Helikopters. Ich halte den Kopf nicht aus. Waren wir doch mal darunter. Wie weit war es denn? Warte mal. Komm, jetzt drehen wir mal voll am Rad. So. Keinen freien Bagger, warte mal. Haben wir gleich. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Reicht das schon? Mist, wie weit bin ich denn da? Aber wir haben doch da gebaut, haben wir doch nicht? Oder haben wir hier vorne gebaut? Ach du Himmel. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das geht. Man kann es nicht sehen. Man kann es nicht sehen. Wie ärgerlich ist denn sowas? Jetzt hökern wir mit dem Mist rum. Du sagst 3000, ne? So, mach mal 4. Bis dahin sind es, ne? Da haben wir reichlich Luft. 2300. Bis dahin. Warte mal, ich muss mal. So, Sekunde. Wie weit können wir denn? Ja, jetzt kommen sie auch bis dahin, ne? Ich meine. Ich weiß nicht, wie weit die kommen mit dem Wasser. Warte mal, stopp mal hier. Wasser sagt er. Jetzt hau das hin mit dem Wasser. Was? Warum? Na doch, da, die beiden. Das war knapp an der Kante. Jetzt müsste der theoretisch starten, oder? Nee, kann er nicht, weil das Ding ist noch nicht fertig. Das braucht ewig lange. Leute, das brennt uns ab hier. Das kriegen wir nicht hin. Das braucht Ewigkeiten. Ach, wunderbar. Das braucht zu lange. Das braucht zu lange, der Mist. So, warte mal, wo ist denn hier? Ja, es brennt es ab. Das kriegen wir nicht hin. Schade. Ja, das schaffen wir nicht. Ja, ein Windkraftwerk müsste man beides bauen. Hätte man beides bauen müssen. Aber wie gesagt, reicht nicht. Ja, ist nicht genug Strom da. Da hebt keiner ab. Na gut, wie ärgerlich. Kann man nichts machen. Ich lade noch einmal mehr und dann ist das aber auch gut. Dann müsste das so bleiben. Da können wir nichts mehr machen. Die heben erst ab, wenn voll getankt. Ja, das ist richtig. Ne? Das machen sie. Sonst machen sie es ja nicht. Aber das dauert zu lange. Wir kriegen das jetzt gar nicht mehr hin. Das brennt es ab so oder so. Also so oder so brennt es ab. Ich denke mal, wir werden da mal so eine Luftflotte hinbauen. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so verkehrt. So. Ich denke mal, wir werden hier irgendwo eine. Wo war das jetzt? Warte mal, hier oben, ne? Hier oben irgendwo haben wir es gebaut, ne? Oder wir werden das hier unten mal hinsetzen. Das wird auch klappen. Oder hier oben, wie gesagt. Da bauen wir es hin. Und dann. Ja, es brennt ab. Das können wir machen, was wir wollen. Das wird sowieso so oder so nichts.
Das wird nichts werden. Aber dann haben wir für nächstes Mal auf jeden Fall hier eine Feuerwache nämlich stehen. Ist ja nicht verkehrt. Dann ist die schon mal da. Auch wenn das nur eine Helikopterwache ist. Aber dann können die schon mal, ne? Wir wissen auch nicht, was sich hier noch entwickelt. Wie viel größer das hier wird. Da müssen wir mal gucken. Was haben wir hier denn? Am liebsten das noch ein bisschen auffüllen. Oder was weiß ich, ne? Warte mal, wir machen mal fix. Ah, ich brauche keinen Bagger da. Na gut, dann machen wir so. So, wir müssen nämlich irgendwie da. Hier unten, das hier wäre das schon ganz gut, ganz gut. Irgendwo hier, ne? Keine Ahnung. Hier bauen wir es mal irgendwo hin. So. Brauchen wir die Feuerwache. So, Feuerwache da. Zup. Hier die Feuerwache hin. Da haben wir sie. Dann nehmen wir die von mir aus den Dreier. Ne, wie geplant. Wie gesagt. Dahin. So. Und dann Strom, ne? So, einmal. Von mir ist eine Windkraftanlage. Erstmal ein bisschen dicht daran, ja. So. Hier eine Windkraftanlage hin. Und dann können wir genauso gut auch die Solarzelle. Was haben wir sonst noch? Was Kleineres? Ich brauche das so. Ah, gut. Ist ja nix. So, die kommt hier vorne her. Wenn es denn gehen würde. Warte mal, was haben wir denn sonst noch? Möglichkeiten. Warte mal. Ich hätte gerne so gehabt, ne? Ich hätte echt gerne so gehabt. Geht aber nicht, weil da hinten die... Warte mal, da müssen wir noch ein bisschen mit der Erde rumschaufeln hier. Warte mal eine Sekunde. So, das geht noch so, ne? So, warte mal. Die Solarzelle. So, die bauen wir mal hier vorne her. So. In Richtung Sonne natürlich, ganz klar. So. Haben wir hier links... So, ne? So schick. Das bauen wir dann mal. Dann müsste das auch reichen, ne? Theoretisch müsste... Oh, haben wir gleich alles mit Rubel bezahlt. Dann wird das... Baut das gleich. Armin, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Windkraft direkt am Flugfeld. Gar nicht gefährlich. Mahlzeit. Nee, ist auch nicht. So. Das haben wir. Jetzt brauchen wir erstmal, warte mal, Rubel, wir brauchen ein bisschen Sprit hier rein. So, und dann natürlich die Fahrzeuge, ne? So, warte mal, kommen wir auch dahin jetzt? Jetzt wollen wir mal gucken. So, warte mal, weiter raus. Kommen wir ins Wasser ran. Ihr sagt ja, ne? Ja, wir kommen ins Wasser ran. Wunderbar. Kommen wir auch da oben hin? Wo es denn brennt? Kommen wir auch. Wunderbar. Ja, wenigstens das. So. Ja, mal schauen, was passiert. Es ist kein Wind. Wir haben keinen Wind. Wir haben 15 Meter pro Sekunde. Warum dreht sich das Teil nicht? Warum dreht sich das Teil nicht? Was ist denn hier wieder los? 15 Meter pro Sekunde. Alter, das darf nicht wahr sein. Da kannst du machen, was du willst, Leute. Es ist egal, was wir machen wollen. Das brennt ab. Weil im Talsohle gebaut. Na, Quatsch, das spielt keine Rolle. Weil sonst müssen sie anzeigen können, wo Wind ist oder nicht, wo Wind ist. Und das wird hier nicht angezeigt. Na gut, das Teil brennt ab. Auf jeden Fall können wir nichts machen. Und wir werden auch nichts weitermachen. Dann brennt das eben ab. Pech mit dem. Früher oder später haben wir dann aber auch die Dinger. Jetzt weiß ich aber nicht, ich habe keine Ahnung, warum sich das Teil nicht dreht. Das hat sich gerade gedreht, jetzt tut es nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum. Ja, ist abgebrannt. Na gut, jetzt dreht sich das langsam. Hey, cool, jetzt wo es abgebrannt ist. Bisschen hält. Na gut, egal. So, abgebrannt ist es. Gut, ja, aber ich sehe, die Folge ist gerade durch. Haben wir richtig viel rumprobiert. Ne, ein bisschen was gelernt und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Die ganzen LKWs sind weg. Das ist noch viel schlimmer. Das ist noch viel schlimmer.
bis zum nächsten Mal.